War Thunder, Freunde. Ich habe euch hier mal eine Runde mit dem Jagdpanther mitgebracht, bei der ich irgendwie mit dem Jagdpanther in der Stadt gelandet bin. Ich weiß auch nicht warum. Das ist das, was man mit dem Teil eigentlich nicht machen sollte. Aber hey, stand by to be impressed. Es ist wirklich interessant, was man so alles in der Stadt findet oder was so vorbeifliegt. Schönes Match. Schaut's euch an. Es ist manchmal wirklich gut, wenn der Anfang eines Matches sehr langweilig ist. Denn dann ist man nicht früh rausgenommen worden und hat die eigene Kanone immer noch schön im Spiel. Für ein Video wie dieses ist es aber irgendwie schlecht, weil ihr wollt doch, dass ganz, ganz viel passiert, gerade am Anfang. Kaboom! Selbst wenn diese IS-2 immer rückwärts fahren, ja, um ihren Motor zwischen die Besatzung und den eintreffenden Beschuss zu bringen, es ist doch schön, dass wir sie einen leichten Seitenwinkel haben. Und Pack 43, die hier drauf ist, die geht da richtig schön durch und hat genug Sprengstoff dabei, damit das egal ist. Ist euch mal diese Antenne am Jagdpanther aufgefallen? Ich meine, oh, Panzer. Das Haus hat mir nichts getan, ich schwöre. Jetzt ist natürlich die Frage, es wirkt wirklich so, als wenn der Typ das nicht mitbekommen hat, ne? Oder ballert einfach nur, da steht keiner. Naja, gut. Bombe regelt auch. Jetzt stehe ich mit dem Panther in der Stadt. Gibt etwas Dümmeres, als mit einem Jagdpanther in der Stadt zu stehen? Ich glaube nicht so viel. Da war doch was. Ich könnte schwören, da war doch was. Jetzt hier war ich sehr bedacht. Rechts von mir, also zwischen Gegner spawnen und meiner Position. Natürlich, jetzt kommt er. Gott beschütte meine Panzerung, aber die Kette ist hin. Der Tiger, der macht das mit Situational Awareness, ne? Der fährt, der sieht das richtig. Kette reparieren, stehen bleiben. Das ist alles ganz entspannt. Ich versuche mich immer zu fragen, von wo kommt die größte Bedrohung, beziehungsweise von wo kommt am wahrscheinlichsten eine Bedrohung. Und dann dahingehend entweder ein Objekt, ein Haus oder Büsche oder halt meine Panzerung dazwischen zu halten. Hier muss ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen machen über das, wo ich stehe. Natürlich hat er nur gewartet, bis ich geschossen habe und hat jetzt die andere Kette kaputt. Natürlich. Wie viele traurigere Dinge gibt es als ein Jagdpanther, dessen Kette kaputt ist? Mir fällt nicht viel ein. Stellt sich mir jetzt die Frage, wo sind wir jetzt, ne? Also als Videoformat? Geil, wir sind jetzt schon bei der Hälfte. Ich habe einen Kill gemacht, ich langweile euch zu Tode. Aber so muss es manchmal sein. Es ist War Thunder. Es darf langweilig sein, weil wenn es langweilig ist, dann sind wir nicht tot. Wenn man es zu agil und zu rasch angeht, stirbt man meistens. Und selbst der T34 geht mir weg. Pingen wir ihn wenigstens für unser Team an. So. Und ich bringe den Jagdpanther genau dahin, wo er nicht sein sollte. Schön in die Stadt. Oh, schön dort verleitet mir die Panzer zu schießen. Tschüsschen. Diese angeschrägte Panzerung, die ist klasse. Und wenn man dann selber noch in einem schrägen Winkel zum Gegner steht, dann wo muss das Ding dann durch? Meine Granate muss dann durch, was, 200 mm in einem 60 Grad Aufprallwinkel? Jetzt vergessen. Dann geht so viel kinetische Energie bei verloren, da geht da nichts mehr durch. Double kill. Das Schlimme ist, ich konnte jetzt gerade fast den T-34 nicht anvisieren, weil der Hauswand da so tief daneben stand. Also stellt euch, wenn ihr das macht, so ein bisschen Häuser kuscheln, nicht zu dicht an die Hauswand. Das macht es dann einfacher. Wer wartet, stirbt nicht. Wer blöd reinfährt, stirbt. Aber ewig kann man dieses Vorsichtige und Überlegte ja auch nicht machen. Ich meine, man will mal was erleben, man will mal einen Kill haben, ne? Außerdem rechnen die ganz bestimmt nicht damit, dass jemand frontal auf A drauf fährt. Das ist viel zu blöd, als dass das jemand machen würde. Na, vielleicht mache ich es auch nicht. Wäre vielleicht zu blöd.
Also fahre ich hier mit dem Jagdpanther und drehe meine Hunden. Hudududadei. Das ist doch eine schöne Ecke für den Hinterhalt, ne? Die Hitmarkierung kann man sich nicht verlassen, ne? Also du kannst nicht einfach auf die Hitmarkierung schießen und glauben, dass du übertriffst. Dafür ist die viel zu ungenau. Aber wir haben ja Zeit. Jetzt hier irgendwas zu hetzen, das wäre ja auch verkehrt. Hello there. Seit wann kommt der Knochen zum Mund? Ist ganz einfach. Die müssen sich A holen, ich muss es nicht. Jo, und hier kommt wieder der wahnsinnig schnelle 4 km/h Rückwärtsgang. Das ist so geil. Selbst die Maus. Die Maus kommt auf 10 km/h. Oh, ein Panzer. Ja. Das hat mich jetzt stark überrascht, aber ich meine, da unten, die waren halt alle tot, ne? Auf Tote zu schießen bringt nichts. Wir hören links jetzt die Motorengeräusche, ne? Also da ist einer und groß am Kurven. Hello there. Hallöchen. Guck uns, da ist noch einer. Sachen gibt's. Das Schöne an dem 4 km/h Rückwärtsgang, ich glaube selber nicht, dass ich es das gerade gesagt habe, ist, dass man sich dann so langsam bewegt, dass es völlig egal ist, ob die Kanone wackelt oder nicht auf dem Fahrwerk. 4 km/h ist zu langsam. Du bleibst voll stabil dabei. Na, das dritte Mal die Kette. Das glaubt einem doch keiner. Das reicht. Dankeschön. Selbst das kleinste Stück der Wanne, wenn du in der Wanne die Granate reinkriegst und die explodiert, war's das. Oh, jetzt stehen wir hier halt so rum, ne? Mit kaputter Kette. Habe ich schon mal erwähnt, dass nichts trauriger für einen Jagdpanther ist, als mit kaputter Kette irgendwo rumzustehen? Vor allem, wenn man dann irgendwo das Fahrwerk von einem Leit hört und sich dann anfängt, leicht nervös sich umzusehen. Ich muss ja jetzt von irgendwo kommen. Die Kette ist wieder da. Oh, gefunden. Und natürlich alle in der Wanne ausgeschaltet, außer den Fahrer. Er fährt halt einfach weiter und irgendjemand anders snackt sich dann kill. Das schießt wert. Dinge, die schießen, müssen kaputt gemacht werden. Tschüsschen. So, das MG bei so einem offenen Vehicle wie dieser Flak da vorne. Einfach mal so ganz gemütlich einen Schützen von dem rausnehmen. Dafür ist es da. Ja, und immer wieder ganz, ganz wichtig, markieren fürs Team. Einfach mal anpingen. Das ist Gold wert. Selbst wenn er nicht 100% stimmt, ne, versucht euer Bestes, aber auf der Minimap mal so schnell zweidimensional zu dreidimensional umdenken, das ist so ein bisschen eh. Aber es ist halt wichtig, dass euer Team, wenn ihr was gesehen habt, es auffällt. Ja, dann bekommt ihr halt eine Abschusshilfe statt dem Kill. Aber wahrscheinlich ist nicht einer aus eurem Team noch draufgegangen durch den. Das wäre ja auch irgendwie doof. Denkt dran. Plus 100%, wenn ihr das Spiel gewinnt. Also, das Teamspiel, nicht für den selber. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Warum bin ich eigentlich mit einem Jagdpanther in der Stadt? Ich verstehe das nicht. Ich meine, das funktioniert offensichtlich. Oh, hallo. Wie kannst du mit zerschossenem Motor fahren? Ich raff's nicht. Wie machst du das? Das ist gemein. Mobbing. Mobbing. Flugzeug OP-8. Das ist mein Ende. Außer. Nee. Runter mit dir. Die 8-8 war ja ursprünglich meine Flak. Ist ja logisch, oder nicht? Habt ihr eine Ahnung, was das für eine Genugtuung wäre, wenn die Kette kaputt gegangen wäre? Hätte Fahrradkette. Mal sehen, ob ich noch auf...
Oh, Panzerung rettet. Hab ja jetzt Zeit. Ich hab Zeit, das Ding zu verschießen. Natürlich. Freunde, gerade wenn der Gegner verschossen hat, nehmt euch die Zeit, sauber zu zielen. Und nicht so, wie ich das dann. Da könnte den natürlich jetzt auch pushen, ne? Aber irgendwann muss man die Gier auch mal weglassen. Sonst ist das viel zu viel. Platz 2. Irgendwie langweilig. Viele Panzer ausgeschaltet. 7 Stück an der Zahl. Das ist schon eine Menge. Aber die PE-8 hat das Ganze echt abgerundet. Das war schön. Euch hat das Video gefallen. Mein Name ist Peregrin. Und das hier ist einfach nur Gameplay.